Moin, willkommen zurück zu meinem Kanal, heute mit einem ganz anderen Thema, und zwar, nein, nicht Wikipedia, sondern Flusssäure. Ja, Flusssäure, auch Fluorwasserstoffsäure genannt, ist die wässrige Lösung von Fluorwasserstoff. Flusssäure ist eine farblose, stechend riechende Flüssigkeit. Sie greift Glas stark an, Glasätzen, und wirkt stark ätzend auf die Haut, die Schleimhäute und die Bindehaut der Augen. Eine Lösung von 38,2% HF, habe ich gerade gelesen hier, ne? Shit. auf jeden Fall Flusssäure. Finde ich gerade den Satz wenig hier. Fluorwasserstoff. Achso, Fluorwasserstoff, HF, genau. In Wasser bildet eine Azeotrop siedendes Gemisch mit einem Siedepunkt von 112 Grad Celsius. Flusssäure wird abhängig von der Konzentration entweder in Kunststoff- oder in Edelstahlbehältern aufbewahrt. Hier sieht man die ganze Zusammensetzung, kann ich mal selber durchlesen. Biologische Bedeutung. Flusssäure ist ein starkes Kontaktgift. Ihre Gefährlichkeit wird dadurch erhöht, dass sie wegen ihrer hohen Lipidlöslichkeit von der Haut sofort resorbiert wird. Dadurch ist eine Verätzung tieferer Gewebeschichten und sogar der Knochen möglich, ohne dass die Haut äußerlich sichtbar verletzt ist. Durch sofortige Unterspritzen der kontaminierten Gewebes mit Calciumglutamat-Lösung kann ein tieferes Eindringen entgegengewirkt werden. Eine handtellergroße Verätzung durch 40-prozentige Flusssäure ist in aller Regel durch resorptive Giftwirkung tödlich. Besonders tückisch ist, dass ein warnender Schmerz oft erst eine Verzögerung von mehreren Stunden auftritt. Schmerzstillendes Mittel, selbst Betäubungsmittel wie Morphin und Fentanyl sind hierbei fast wirkungslos. Im schlimmsten Fall muss die Gliedmaße oder ein großer Teil davon aufgrund der tödlichen Wirkung von Flusssäure amputiert werden. Neben der ätzenden Wirkung trägt zur Gefährlichkeit von Flusssäure bei, dass die Fluoridionen den Calcium- und Magnesiumstoffwechsel blockieren und wichtige Enzyme hemmen. Dies führt zu akut bedrohlichen Stoffwechselstörungen, die unter multiplen Organversagen tödlich verlaufen können. Flusssäure schädigt das Nervensystem. Warum ich das sage? Es ist wieder akut in meiner Stadt gängig, dass die Leute oder ein Mann oder ein Junge oder wer auch immer Flusssäure in Eddings reinfüllt oder reinspritzt und sie dann auf Glasflächen, an Oberflächen der S-Bahn, Bussen oder wo auch immer eingesetzt wird. Und wenn ein Kind sich gegenlehnt oder in der Scheibe rausguckt und das berührt oder leckt sogar, dass es dann innerhalb von wenigen Stunden sterben kann. Am gestrigen Tage wurde in mehreren S-Bahn-Stationen Sachbeschädigung durch den Einsatz von Flusssäure festgestellt. Also, passt auf, Leute. Es ist nicht zu spaßen damit, wenn ihr sowas macht, ihr Etching, also mit hier Ätz-Graffiti macht. Ihr könnt damit wirklich Menschenleben töten. Ihr seid dann wirklich fertig. Ich zeige euch mal ein kleines Video, was ich heute am Hauptbahnhof aufgenommen habe, ohne meine Stimme. Bis gleich. Ja, das ist ein aktueller Stand hier von dem Etching am Hamburger Hauptbahnhof, direkt auf so einem aufgeätzt hier auf so einem Süßigkeitsstand. Die Kinder gehen da ran, Mama, ich will das haben, fassen das an und die Eltern denken sich nichts bei. Die holen sich das Geld, holen das Essen raus dann für die Kinder und wundern sich, warum sie dann hier ein paar Stunden später sterben oder sehr krank werden. Ne? Hier sieht man auch so ein kleines Bild hier, wie das sich äußern könnte, so heiße Haut werden plötzlich. Kann auch anders aussehen, wie gesagt. Das ist nur so ein Beispielbild hier von hier, Dings hier. Ich werde euch mal ein anderes Bild raussuchen. Mal sehen, ob ich noch was finde hier im Internet. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe ein anderes Bild gefunden. Auch mit Flusssäure gemalt.
Wobei das nicht so zerlaufen ist. Normalerweise zerläuft das noch ein bisschen runter teils hier, aber man sieht es ja ein bisschen, das wäre reingeätzt hier. Wenn man hier rangehen könnte hier, kann man es vergrößern irgendwie. Kann man anscheinend nicht mit dem hier. Shit. Naja, das ist sehr, sehr gefährlich, das Zeug. Hier ein Bericht von 2007. In Berliner Polizei hat seit hier Jahresbeginn 70 Fälle von Sachbeschädigung mit Flusssäure registriert. Der jüngste Fall wurde am späten Mittwochabend am U-Bahnhof Schönhauser Allee im Prenzlauer Berg festgestellt. Das war 2007. Unbekannte hatten dort die Scheiben eines Schaukastens sowie eines Fahrstuhls beschmiert. Nach ersten Erkenntnissen habe es sich um Flusssäure gehandelt. Schon am Dienstagabend war ein mit Flusssäure angefertigter Tag auf der Scheibe eines Kiosks, Teck auf der Scheibe des Kiosks auf der U-Bahn Mohrenstraße in Mitte entdeckt worden. Die giftige Substanz war nach Schließung des Bahnhofs von einem BVG-Mitarbeiter gegen Uhr 30 festgestellt worden. Verletzt wurde niemand, voraussichtlich, ne? Das wird ja wie gesagt nachträglich. Man fasst es an und dann ist plötzlich weg, ne? Naja, weniger als vorlesen. Könnt ihr mal selber nachgucken. Das ist auch schon hier ein bisschen, ich weiß nicht, was er macht da. Kann man es ja vergrößern? Jep. Er fasst es ja auch nicht selber an, aber selbst wenn er es aus Versehen verrührt, dann ist er, na gut, auch Sicherheitshandschuhe an. Also das dürfte kein Problem sein, ist ja Gummi. Da passiert nichts. Aber wie gesagt, nicht mit bloßen Händen anfassen. Es ist sehr, sehr ätzend, auch wenn das getrocknet ist. Ja, und nochmal zum Abschluss ein paar Bilder hier von Verätzungen. Das ist schon das Schlimmste ausgebildet hier. Ich will euch natürlich nicht so viel Angst machen, dass euch schlecht wird, aber so könnte es nachher aussehen, wenn ihr ganz viel, viel Pech habt. Und ein paar Stunden später werdet ihr auch dann vielleicht sterben. Die Haut muss auf jeden Fall abgenommen werden, wie es aussieht. Ja, ich zeige euch mal ein Bild nochmal hier von Hauptbahnhof, wie sie das abgesichert haben. Ich hätte es komplett anders gemacht, aber naja, die Polizei, Feuerwehr wird schon meinen, was es richtig ist, ne? Einfach mit Pappe übergeklebt, aber irgendwelche unachtsamen Kinder gehen dann neben Bahnsteig, also neben Dings da, fassen vielleicht noch dagegen rüber, gucken, was dahinter ist, ob die kaputt ist, vielleicht kriegen sie noch Süßigkeiten kostenlos und fassen nichts an, ne? Naja, ich wünsche euch was. Guckt euch noch mal das Video an, nochmal eben, und das war's dann von mir. Bis dann, tschö.